Liebe Bad Vilbishallerinnen, liebe Bad Vilbishaller, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, seit fast zwei Wochen tobt nun schon dieser furchtbare Krieg in der Ukraine und die Bilder und die Meldungen, die wir nun auch wieder am vergangenen Wochenende zur Kenntnis nehmen mussten, schockieren, sie bewegen, sie wühlen auf. Und ich möchte einfach zu Ihnen sprechen mit einem Friedensappell. Ich wünsche mir, dass alle am Konflikt beteiligten Parteien an den Verhandlungstisch zurückkehren und dass so schnell wie es geht dieses sinnlose Blutvergießen, dieser furchtbare Krieg beendet wird und wieder Frieden in der Ukraine einziehen kann. Krieg, das Lösen von Konflikten mit Waffengewalt, ist mit nichts zu rechtfertigen, mit nichts begründbar, mit nichts erklärbar. Und deswegen gilt mein Appell an alle politischen Machthaber, setzen Sie alles Menschenmögliche in Bewegung, um diesen schrecklichen Krieg, der so viel Leid, Zerstörung und Not für die Menschen mit sich bringt, dass ihn so schnell wie es geht beenden. Und ich hoffe, dass es gelingt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und eine für alle Seiten irgendwie tragbare Lösung zu finden. Ich hoffe auch, dass dieser Konflikt nicht noch weiter eskaliert, nicht noch weitere Kreise zieht und vor allen Dingen, dass er auch eine weitere Spaltung der Gesellschaft, auch hier in Bad Friedrichshall, verhindert. Es ist eine riesengroße Solidaritätswelle und Hilfsbereitschaft erkennbar, den Flüchtlingen, die aus der Ukraine zu uns kommen, zu helfen und sie zu unterstützen. Und ich glaube, da können wir am besten ansetzen, wenn Sie mit Geldspenden beispielsweise oder mit einer Unterkunft helfen können und helfen möchten, dann entnehmen Sie bitte die entsprechenden Informationen unserer Homepage oder auch der Homepage des Landratsamtes. Es gibt ja eine Fülle von Informationen, die wir versuchen, einigermaßen tagesaktuell an Sie weiterzugeben, und jeder kann seinen persönlichen Beitrag leisten. Ganz wichtig ist mir nochmals abschließend zu sagen, wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Wir lehnen Gewalt, Krieg und militärische Mittel als Form der Krisenbewältigung ab. Wir appellieren, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir appellieren für Frieden, für Solidarität. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ich danke auch für die große Welle der Hilfsbereitschaft, auch in unserer Stadt. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen eine hoffentlich bald wieder friedvolle Zeit. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.